Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Thema: Alles ist erlaubt, und es ist ein Video für Hochsensible. Ich male heute ein abstraktes Bild in Mischtechnik. Ja, am besten, also ich empfehle dir tatsächlich eine alte Leinwand, die schon benutzt ist. Und ich habe jetzt hier meine Leinwand mit Fassadenweiß überpinselt und Gesso. Und hier geht es schon richtig los mit Krakelierlack. Also wie gesagt, das Thema ist ja heute, alles ist erlaubt und ich erlaube mir auf dieser Leinwand wirklich alles. Ist eine Mischtechnik. Abstrakt, und du wirst auch sehen jetzt im Laufe des Videos, ich klatsche da so ziemlich alles rein. Muss sein. Ja, vom Material her eben, das ist wie gesagt eine gebrauchte Leinwand, dann eben Acrylfarben dann auch mit Wasser vermischt, also richtig flüssig. Das sieht man ja hier, also hier wird ja richtig schon nass in nass gearbeitet. Eben Fassadenweiß, dann sind es oftmals alte Acrylfarben in irgendwelchen Gläsern. Die kommen jetzt hier gerade zum Einsatz. Spachtel brauchst du, also ich benutze halt jetzt eine Spachtel. Lacke, verschiedene Lacke. Ach ja, und hier sieht man, da ist schon der erste Anstrich getrocknet, und oftmals ist es ja recht brös, ne? Und dann gehe ich jetzt hier, das ist Acryllack, und somit werden die teilweise die lockeren Teilchen fixiert auf der Leinwand. Du kannst natürlich aber auch Acrylfarbe benutzen. Ich habe jetzt einfach Acryllack benutzt. Ja, und hier ist es wirklich die ganze Zeit das gleiche Bild, was du hier siehst in diesem Video. Hier geht es dann mit Acrylfarbe richtig bunt zur Sache, und mir hat es dann nicht gefallen. Das sieht man dann auch gleich, weil jetzt dann das Bild komplett gleich wieder anders ausschaut. Aber das Thema ist ja auch, jetzt können wir auch ein bisschen mal so ins Thema selber einsteigen, alles ist erlaubt, das Video ist speziell für Hochsensible, wir haben Hochsommer. Und ich gebe es zu, ich bin ja selber hochsensibel und ich komme gerade wirklich an meine Grenzen mit der Geräuschkulisse. Also ich merke richtig, so im August bin ich durch. Und jetzt brauche ich ab und zu, deswegen auch dieses Thema, alles ist erlaubt. Und ich lasse dann wirklich mal die Dinge fließen, raus. Ja, ich male mich frei, ich male mich gesund. Ja, und hier sieht man, jetzt wird es batschig, matschig, nass, viel Wasser. Das sind Acrylfarben in Gläsern mit viel Wasser. Und jetzt wird es eben richtig, richtig, richtig nass auf der Leinwand. Und dann entstehen diese wundervollen, ja, es ist ja fast schon, da fällt mir jetzt gar nicht das richtige Wort ein. Es gibt ja dieses Fließen, ineinander fließen. Du kannst da verschiedene Farben benutzen. Du kannst auch Aquarell, also aus der Tube benutzen und das dann mit Wasser vermischen. Du kannst auch Tusche, ist hier jetzt bei diesem Bild, kam ebenfalls zum Einsatz, bisschen Tusche. Dann im späteren Verlauf, meine ich, kommt dann auch noch ja, wieder Fassadenweiß oder Weiß. Ah ja, hier haben wir jetzt die rote Tusche, wie zu Anfangs. Und das ist natürlich irre. Ah ja, es ist immer noch das gleiche Bild. Ich bin morgens ohne Kamera drüber, ich konnte es nicht sehen. Mich hat es irritiert. Das heißt, du hast den Roller jetzt gerade eben gesehen. Ich bin da einfach mit ganz locker, fluffig, mit Weiß rüber über die Leinwand, über das gemalte Bild, und dann sieht man so den Untergrund, ne? Und hier kommt jetzt
Achso, das ist jetzt wieder Acryllack. Also es ist wirklich querbeet. Richtig, richtig durcheinander. Ach ja, und so ein Bild, wie du jetzt, wie ich es jetzt hier gerade zeige, die dauern oder die gehen, der Prozess selber geht über Tage, bei manchen Bildern sogar über Wochen, Monate, manche sogar Jahre. Die standen Jahre im Atelier und stell dir das Bild irgendwo hin und dann gehst du vorbei und ja, dann vielleicht hast du Farbreste. Ja, und dann mal die einfach aufs Bild. So entstehen viele, so sind viele abstrakte Arbeiten entstanden. Alles ist erlaubt. Ja, du hast, sei mutig, mach das auf der Leinwand und du wirst sehen, du wirst mutiger werden im Leben. Alles ist erlaubt. Das ist jetzt wieder Aquarell oder Acryl. Das ist Tusche jetzt, mit der ich Wenn dir gerade das Video arbeite. bis So. jetzt gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Danke, jetzt bin ich gerade unterbrochen worden. Ah, ein trockener, also ganz wichtig jetzt, ich bürstel jetzt das Bild. Dadurch entsteht Tiefe. Wichtig hierbei ist, dass dieser Borstenpinsel wirklich trocken ist. Jetzt wieder, das Weiße ist wieder Acryllack, um das Ganze zu fixieren, weil ich da wahrscheinlich wieder irgendwie was Lockeres entdeckt habe. Goldfarbe, na, in der Mitte. Dann unten sieht man das Fließen. Also ich hoffe, du kommst mit der Taktung mit, aber es ist wirklich dieses Bild. Es sind unglaublich viele einzelne Schritte gewesen. Ne? Wieder Spachteltechnik mit Goldfarbe. Also da ist jetzt wieder Goldfarbe. Es ist wie das Leben selbst ein ewiges Kommen und Gehen, Prozesse loslassen, wieder aufnehmen, anschauen, betrachten. Wieder loslassen. Das ist genau das passiert bei dieser Technik auf der Leinwand. Ach ja, und alles ist erlaubt. Das ist übrigens eine ganz billige Farbe, weil an manchen Tagen, wenn es wirklich sein muss und ich habe tatsächlich nicht oder kam nicht zur Bestellung, dann muss es einfach aus dem nächsten Laden hier um die Ecke, dann ist es einfach eine billige Farbe. Auch das ist erlaubt. Ja, also es ist wirklich auf diesem Bild oder bei dieser Arbeit ist alles mit dabei. Alles. Jetzt bin ich selber gespannt, wie es weitergeht. Ich weiß es nämlich jetzt gar nicht. Ah, Acryl. Das ist jetzt eine bessere Farbe übrigens. Wenn du eine Materialliste mehr haben willst von mir, dann schreib mir einfach eine E-Mail. Kannst du haben. Solange ich nicht angemeldet bin, offiziell bei YouTube mit Werbung für Unternehmen bin ich da sehr vorsichtig mit irgendwelchen Marken, weil da muss man sich erst anmelden. Also schreib mir eine E-Mail, dann kriegst du eine Liste, nicht wirklich, wo ich direkt einkaufe und mit allem drum und dran. Kriege ich übrigens nichts dafür, ne, dafür. Mache ich aber trotzdem gerne. Ja, hier wieder Spachteltechnik. Und da war jetzt, ja, da mische ich gerade rum, mir gefällt es nicht. Das habe ich gleich entdeckt, wo ich da rumgemacht habe. Also auch da gehe ich wieder ganz leicht rüber und du siehst dann natürlich auch so ein bisschen immer diesen Untergrund. Ne? Es sind ja Farbschichten, Lasuren, flüssig oder auch nicht. Ist deine Entscheidung. Ne? Du entscheidest. Und dann sieht man aber, wenn ich natürlich in die Lasurtechnik gehe,
dann sieht man immer so den Untergrund oder die Farbschicht teilweise, die vorherige Farbschicht. Das ist ja das Spannende, finde ich, an so einer Technik. Und da kommt jetzt nochmal Gold mit rein, Goldfarbe. Ja, und da sieht man es ganz genau, was da so passiert mit Lacken. Das war ja auch Lack mit dem Einsatz. Hier haben wir nochmal Goldfarben. Spachtelmasse war ja mit dabei. Wenn die trocknet, dann gibt es auch oft so Risse, ne? Oder du kannst auch Sand in die Acrylfarbe reinmischen, dann hast du einen natürlichen, auch so eine natürliche Paste. Nehme ich auch bei diesem Bild jetzt nicht, also, aber oft mische ich mir das selber zusammen. Wenn dir das Video gefallen hat und du einmal an einem Workshop heilsames Malen teilnehmen möchtest oder eine Einzelberatung wünschst, dann verwende den Link in der Beschreibung und besuch mich auf meiner Website. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei der Umsetzung, wirklich ganz tolle Ergebnisse beim heilsamen Malen und bis zum nächsten Mal, deine Karin.